Nach der Tagesschau begrüßen wir Sie zu Brisant. Heute unter anderem diese Themen. Entsetzen und Trauer in Berlin. Nach einer Schlägerei in einem U-Bahnhof stirbt ein Jugendlicher bei der Flucht. Dazu mehr heute in der Sendung. Außerdem trifft Brisant Britney Spears zum Auftakt ihrer Europa-Tournee, die es jetzt wieder nach ganz oben schaffen will. Auch dazu mehr. Und nach dem Anstich feiert sich die Prominenz auf der Wiesn. Die Bilder 17.15 Uhr nach der Tagesschau in Brisant. Und hier geht es weiter mit Brisant. Einen schönen guten Abend. Ja, Berlin spricht heute nicht nur über Wahlergebnisse. Das Wochenende steht auch im Schatten eines traurigen Ereignisses. Ein junger Mann ist nach einer Auseinandersetzung in einem U-Bahnhof auf der Flucht vor seinen Peinigern von einem Auto überfahren worden. Kurz vor unserer Sendung haben sich die, die ihn kannten und liebten, versammelt, um ein Zeichen zu setzen gegen Gewalt. Da bleiben viele Fragen. Unter dem Eindruck dieser neuerlichen Ereignisse vom Wochenende berührt und entsetzt es dann noch einmal mehr, dass heute in Berlin ein 18-jähriger U-Bahnhofschläger verurteilt wurde. Und das Gericht sah es in diesem Fall als erwiesen an, dass er es einfach so hinnahm, dass seine Tritte einen anderen töten könnten und er trotzdem nicht abließ von seinem Opfer. Dafür wird er nun ins Gefängnis gehen. Ja, spannend sicherlich und es fordert auf zu weiteren Gesprächen und auch die müssen dann wahrscheinlich wenig emotional, mehr sachlich geführt werden. Die Irrfahrt eines Geisterfahrers hat in Sachsen mehrere Menschenleben gefordert und zwei Personen schwer verletzt. Auch für so ein Albtraum-Szenario gibt es Statistiken und die besagen, fast fünfmal pro Tag passiert es, dass ein Autofahrer in falscher Richtung auf eine Straße fährt. Österreich hatte so viele Tote durch Geisterfahrer, dass es ein Warnsystem entwickelt hat. Das gibt es zum Test nun auch auf deutschen Autobahnen. Österreich hat seine Geisterfahrerunfälle inzwischen damit halbiert und Ähnliches hofft man nun auch hier. Wir bleiben schnell, aber diesmal in der Luft. Flugschauen. In den USA sind sie sehr beliebt, vor allem wenn sich die Piloten dabei Rennen liefern. Das ist waghalsig, wird aber sehr gern gesehen. Diesmal forderte so eine Flugshow in Reno im US-Bundesstaat Nevada 9 Tote und mehr als 50 Verletzte. Das Grauen geschah vor der Tribüne, also vor den Augen entsetzter Flugfans. Das Problem dieser Flugshows ist, dass die Maschinen oft veraltet sind und alte Technik bedeutet ein hohes Risiko, wie unser Beitrag zeigt. Riskant. In Hamburg hat ein Mann heute damit gedroht, eine Einkaufspassage in die Luft zu sprengen. Dazu jetzt mehr in unseren Meldungen. Piraten kannten wir bislang aus dem Kino oder vom Kinderspielplatz. Jetzt sitzen sie auch im Berliner Abgeordnetenhaus. 9%, das war ein Schock für die etablierten Parteien. Und geschafft haben, dass die Piraten mit Themen wie freies Internet, freie leichte Drogen und freie Liebe. Das erinnert an die 68er und später die Gründungstage der Grünen. Auf jeden Fall sind die Piraten das große Thema, heute quer durch Deutschland. Wir zeigen, wer sie sind, die Piraten, und wie sie die Politik in Berlin und vielleicht auch darüber hinaus entern wollen. Ja, Protestwahl oder mehr, das wird sich dann zeigen in den nächsten Jahren. Diesen kleinen Herrn sollten Sie sich unbedingt auch merken. Das ist nämlich Sebastian. Er ist 11 Jahre alt, liebt Fußball und Tischtennis. Bis dahin wäre er ja noch wie Millionen andere kleine Jungs. Doch Sebastian liebt auch klassische Musik und spielt sie hervorragend auf dem Piano. Das macht er mit so viel Talent und Begeisterung, dass er neben der Schule bereits Musik studiert und Konzerte gibt. Das bedeutet stundenlanges Üben am Tag mit sehr viel Erfolg. Viele sehen in Sebastian den Klassikstar von morgen und Sie hören ihn jetzt schon heute. Ja, Sebastian wird zum Fernsehen vermutlich nicht so oft kommen, aber ihm dürfte gefallen, dass Sylvie van der Vaart mit einem Fußballer verheiratet ist. Für die meisten anderen gehört sie zu den beliebtesten Fernsehgesichtern und Brisant hat sie getroffen und mit ihr gesprochen über ihre Familienpläne, ihren bewundernswerten Lebensmut, den sie weitergibt an andere und ihr Problem, kleine Füße zu haben. Und am Freitag treffen wir Sie dann wieder bei Bambi hilft Kindern. Dann wird Brisant von dort eine Sendung machen, die Sie dann am Samstag hier bei uns sehen können. Britney Spears geht auf Europa-Tournee. Das ist ja schon allein eine dicke Schlagzeile, denn es gab Zeiten, da hätte sie niemand mehr auf einer Bühne erwartet. Entsprechend gespannt war unser Reporter auf dieses Interview. Doch er hat eine strahlende, gut gelaunte junge Frau getroffen, die offenbar vieles wieder gerade gerückt hat in ihrem Leben und die vorhat, musikalisch noch mal die ganze Welt zu erobern. Da können Sie mitentscheiden, denn am 18. Oktober kommt Britney Spears auch nach Deutschland, allerdings nur für ein Konzert, und zwar nach Köln.
Sie ist mal wieder eine strahlende Gewinnerin. Kate Winslet wurde bei den Emmys, dem wichtigsten amerikanischen Fernsehpreis, geehrt und jubelte, dass es beim Zusehen eine helle Freude war. Heidi Klum war auch dort. Sie kam in einem Kleid mit ganz viel Plüsch, ging aber dann ohne Preis. Für Aufsehen sorgten andere, sie zum Beispiel die Moderatorin Jane Lynch mit frechen Sprüchen, genauso wie Charlie Sheen, der abbittete Leiste für alle seine Vergehen. Geblendet waren wir aber vor allem von der Kleiderwahl, genauer von der Farbe. Ja, so funktioniert Beichten auf Amerikanisch. Auch Glenn Close wurde am Wochenende geehrt, allerdings in Spanien. Dazu jetzt. Also München hat dieser Tage nur ein wichtiges Thema. Es gibt Münchner, die wandern im September extra für 2 Wochen aus, weil sie sagen, das hält ja kein Mensch aus bei uns, wenn wir Wiesen haben. Alle anderen aber kommen sehr gern. Seit dem Wochenende heißt es, O-Zapft ist bei allerdings 9,10 Euro pro Maß Bier. Das zahlen sicher nicht alle Gäste. Die Prominenz trinkt meist umsonst und kommt gern und zahlreich. Draußen regnete es zwar in Strömen, aber den stört das schon im Zelt. Und hier ist Brisant. Ganz herzlich willkommen. Flugschauen sind in den USA sehr beliebt, vor allem wenn sich die Piloten dabei Rennen liefern. Das ist zwar waghalsig, wird in den USA aber sehr gern gesehen. Diesmal forderte so eine Flugshow in Reno im US-Bundesstaat Nevada Tote und Verletzte. 50 Verletzte, 9 Tote. Und das Grauen geschah vor den Augen der Zuschauer. Es war das 2. Flugschauunglück in den USA innerhalb von 24 Stunden. Damit verabschieden wir uns für den Vormittag. Aber wir kommen zurück mit Brisant schon 17.15 Uhr. Und wir würden uns freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Von uns erstmal einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.